ein ganz herzliches Hallo. Ich möchte dir zunächst wirklich von ganzem Herzen alles Liebe und Gute zu diesem Weihnachtsfest wünschen. Mögest du zauberhafte Tage haben und mögest du Ruhe finden, Besinnung finden und mögest dir wirklich richtig gut gehen. Natürlich gilt das auch für deine Liebsten und für all die Menschen, die zu dir, zu deinem Kreis gehören. Letztendlich, glaube ich, wünschen wir so etwas von ganzem Herzen der ganzen Welt. Ja, ich glaube, wir wünschen uns alle auf jeden Fall Liebe zu empfangen. Ja, manchmal begegnet sie uns in einer Form, die wir so gar nicht wollen. Wir stellen uns vielleicht eine romantische Beziehung vor, die dann doch ganz anders verläuft, als wir uns das vorstellen, oder die Liebe begegnet uns gar nicht und wir spüren vielleicht Kummer und Hilflosigkeit und erkennen für uns so ein Stück weit, dass wir es nicht schaffen können, andere Menschen dazu zu bringen, uns zu lieben. Und wir tun oftmals alles Mögliche in unserem Leben, um Liebe zu bekommen, die Liebe, die wir brauchen, doch in unserem Leben geht es im Grunde genommen wirklich viel, viel mehr darum, die Liebe, die wir in uns haben, zum Ausdruck zu bringen und sie zu geben und in diesem Geben tatsächlich auch die entsprechende Liebe zu empfangen. Es macht also wirklich sehr viel Sinn, sich auf die Liebe zu konzentrieren, die wir geben, anstatt auf die Liebe, die wir bekommen oder bekommen möchten. Denn dann haben wir letztendlich auch unseren Fokus ganz schön im Mangel. Wir können unsere Mitspieler um uns herum nicht beeinflussen. Wir können letztendlich nur das Gefühl in uns entwickeln, zu geben, das Gefühl in uns zu entwickeln, es vom Herzen zu tun und tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, zu lernen, auch uns selbst das zu geben, was wir vom Herzen her haben möchten. Also auch wenn unsere Liebe nicht erwidert wird, geht es wirklich darum, die Beziehung zu uns selbst zu verbessern und das, was wir dort glauben zu brauchen, ein Stück weit in uns selbst zu geben. Manchmal machen wir uns ja auch Sorgen, dass wir, wenn wir uns öffnen, wenn wir Liebe geben, dass wir dann ja verwundbarer sind, dass wir ausgenutzt werden können. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Denn in dem Moment, wo wir uns dafür öffnen, die Liebe zu geben, sind wir ja wie auf eine wundersame Art und Weise geschützt, weil wir durch uns selber genährt werden. Wir fühlen uns gut dabei, wir haben eine gehobene Stimmung sozusagen, wir fühlen uns stärker, weil wir ja auch spüren, dass wir tatsächlich etwas zu geben haben. Und oftmals glauben wir ja, dass wir Liebe von anderen Menschen haben möchten, weil wir uns nicht ganz sicher sind, dass wir davon genug haben, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen etwas. In dem Moment, wo wir sie aber in uns selber aktivieren, spüren wir diesen Reichtum in uns. Wir spüren diese Natur, die in uns verwurzelt ist, die tatsächlich so in unsere DNA eingewoben ist. Die Natur der Liebe in uns selber. Und das ist schon immer so gewesen, die Verbundenheit zwischen Mutter, ihrem Kind, die Verbundenheit in Paarbeziehungen, die Verbundenheit zwischen Menschen zeigt uns, dass diese Liebe zu unserer essentiellen Natur gehört und dass ihr im Grunde genommen nur eines im Wege steht, nämlich die Idee und die Illusion der Trennung. Die Idee, wir hätten ein isoliertes Selbst, das von unabhängig von anderen Menschen existiert. Aber in Wirklichkeit existiert nichts unabhängig voneinander. Alles beeinflusst alles miteinander. Und es ist so ein bisschen wie beim Billard, das eine stößt eine Kugel an und die nächste Kugel stößt wieder eine Kugel an. Und so geht es immer weiter. Und das kann man sich ein bisschen vergegenwärtigen, wenn man zu Hause mal ganz bewusst durch seine Wohnung geht und sich anschaut, dass alles, was dort in dieser Wohnung steht, durch Abertausende wahrscheinlich von Händen gegangen ist. Viele Menschen haben diese Dinge, diese Elemente, diese Lebensmittel, diese Möbelstücke, was auch immer du dort siehst, in der Hand gehabt, gefertigt, bearbeitet, gedreht, gewendet, von A nach B transportiert, damit du letztendlich
das jetzt im Moment für dich nutzen kannst. Und ich glaube, es ist etwas Wunderbares, um so ein bisschen dieses Netzwerk des Lebens zu verdeutlichen, das zusammen etwas Großartiges hervorbringen kann. Und diese Idee, dass etwas getrennt da ist, nur weil wir vielleicht einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil wir uns diesem Geisteszustand der Angst hingeben. Das ist etwas, was uns die Liebe nimmt, die Liebe auch geben zu können. Und wir können heute da sitzen, an diesen Weihnachtstagen da sitzen und ein tiefes Dankeschön in uns entwickeln. Dankeschön für all die wunderbaren Menschen auf der Welt, die Hand angelegt haben, damit mein Kühlschrank voll ist. Dankeschön an all die wunderbaren Menschen auf der Welt, die alles das produziert haben, was ich in meinem Leben letztendlich nutzen kann. Und dieses Dankeschön darf ein liebevolles sein, denn letztendlich ist es doch so, dass es, letztendlich ist es so, dass wir alles das, was wir anderen Menschen schenken, was wir anderen Menschen wünschen, auch in uns stärker aktiviert wird. Und ist das nicht was Wunderschönes, sich der Liebe so zu öffnen? Denn wenn wir uns der Liebe verschließen, dann verschließen wir letztendlich unser ganzes Sein, unsere Natur. Letztendlich ist die Liebe so ein Stück weit wie das Wasser. Sie muss fließen, andererseits staut sie sich auf, sie stagniert und sie stirbt. Und schau mal in die Gesichter von den Menschen, die du in den nächsten Tagen triffst, denen du begegnest, und schau vielleicht nicht so sehr auf deine Idee, die du hast, über sie oder auf das, was sie vielleicht getan haben, woran du dich erinnerst. Also nicht so sehr auf ihr Verhalten, sondern schau in die Gesichter dieser Menschen und schau, welche Schönheit und welche Liebe dahinter steckt. Schau in ihre Präsenz und nicht so sehr in ihr Verhalten. Das alles sind wunderbare Menschen. Wir alle sind liebevoll miteinander verbunden. Wir alle dienen uns gegenseitig. Und wir alle kennen Leid, wir kennen Angst, wir alle kennen Trauer und wir alle haben tiefe Wunden. Und es bringt überhaupt nichts, sich selber vor sich selber zu verschließen oder auch vor anderen zu verschließen. Es macht Sinn, diese Wunden in liebevoller Beziehung, in Heilung zu bringen. Und ich glaube persönlich, dass die Welt tatsächlich Liebe braucht. Ich habe in diesem Jahr 2016 genügend Erfahrungen gemacht, um zu dem Entschluss zu kommen, dass es vollkommen egal ist, was du tust oder was du angehst. Wenn es ohne Herz ist, wenn es ohne Liebe ist, dann bleibt es fade, es bleibt leer. Du kannst es auch gleich sein lassen. Und das gilt für jedes Projekt, das gilt für jede Begegnung, das gilt für jeden Kuss, für jede Umarmung, für alles, was da ist. Die Menschen, die um uns herum sind, brauchen Liebe. Sie brauchen unsere Liebe. Und du kannst sie geben. Dieser ganze Planet, dieser Geschundene, braucht unsere Liebe. Und ich glaube, es ist etwas Wunderbares, wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir uns gegenseitig geben können. Wir können uns zum Beispiel wirklich liebevolle und sanfte Gedanken schenken. Wir können uns sagen, ich wünsche dir alles Gute. Mögest du ohne Schmerzen leben. Mögest du in Frieden sein. Mögest du in Leichtigkeit leben. Und schon wenn du einem Menschen das wünschst, merkst du, wie gut es dir tut und wie gut es letztendlich deinem ganzen Umfeld tut. Und wenn du auf jemand wütend bist, dann ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, dir für deine Wut zu verzeihen. Denn du weißt genau, dass deine Wut auch dir schadet. Und vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, dem anderen zu verzeihen für sein Verhalten. Und vielleicht ist es ein guter Zustand zu sagen, ich bin wütend auf dich und ich werde es nicht zulassen, dass du mich noch einmal verletzt. Und trotzdem hoffe ich, dass du wahres Glück erfährst. Und ich wünsche dir vom Herzen alles Liebe und Gute. Und das wünsche ich dir auch zu dieser Weihnachtszeit von ganzem Herzen. Sei mutig genug, um zu lieben. Denn jeder Tag, an dem du liebst, ist ein Tag voller Gewinn. Alles Gute, schöne Weihnachten, dein Christian.